Eine Menge Holz stemmen die freiwilligen Helfer in Lahr. Eine Hirtenhütte mit Glockenturm entsteht auf der Landesgartenschau. Die Ehrenamtlichen kommen aus Gemeinden in Meißenheim, Kippenheim oder Lahr, um den Auftritt der Kirche hier mitzugestalten. Ja, ich denke, wenn man nichts investiert, dann kommt auch nichts zurück. Und je mehr man investiert, je besser ist man präsent und je mehr kommt man mit den Leuten ins Gespräch. Einzelne kennen wir, aber sonst sind wir lauter fremde Leute aus verschiedenen Gemeinden. Das war auch interessant, dann in der Werkstatt miteinander zu reden. Aus welcher Gemeinde kommt ihr? Warum machst du mit? Es gibt nur einen Grund für mich, dass Jesus Zimmermann war. Und ich wollte sehen, was er für eine Arbeit macht. Vier Gitter. Von der lokalen Zimmerei Jäckle stammt die Holzkonstruktion. Die ehrenamtlichen Helfer haben die Außenelemente zusammengezimmert. Ein erfahrener Zimmermann leitete die Amateure dabei an. Bei einer Infoveranstaltung zuvor meldeten sich über 60 Freiwillige für Technik und Logistik, die Gartenschau, Besucherbetreuung und eben das Bauteam. Mein Vorarbeiter, der das betreut hat, der war hin und weg und hat sich anfangs auch geziert. Aber in der zweiten Woche hat er gesagt, ach, es sind nicht noch mehr. Und dann haben wir das einfach fortgeführt. Das ging dann so 3 Wochen in der Werkstatt, immer von Montag bis Mittwoch. Einmal vormittags, einmal nachmittags, jeder wie er Lust hatte. Also so haben wir es zusammen koordiniert. Genau, hat super geklappt. Bis heute ist die Bereitschaft da. Die waren ja heute Morgen auch schon um 9 hier. Und sind jetzt natürlich auch gespannt, ihre, sag ich mal, vorelementierten Wandtafeln hier anzuschrauben. Ich war zweimal selber dabei. Die Leute können alle schreinern, hat mich gewundert. Es war alles vorgesägt, das haben natürlich die Zimmerleute gemacht. Und dann wurde das zusammengelegt, zusammengeschraubt. Und da ist weder ein verletzter Daumen noch ein böses Wort. Es ist eher so, dass sie alle traurig sind, dass sie nicht mehr zu dem Zimmermann gehen dürfen, um dort eben zu schreinern. Auf die Idee brachte Henriette Gilbert ein Pfarrer mit Schäferwagen in Mittelfranken. Unter dem Kreuz sollen sich auch in Lahr Menschen und Tiere begegnen. Jetzt geht die Hirtenhütte auf die Zielgerade. Der Winter war nicht ganz einfach, hier stand das Wasser sehr lange. Dort, wo wir eigentlich anfangen wollten, schwammen hier noch in dem See die Enten. Dann kam aber Gott sei Dank der Frost, wo wir eben dann mit den Kranen draufgehen konnten aufs Gelände und es aufstellen konnten. Und ich muss echt sagen, mit dieser Zimmerei ist es total klasse, zusammenzuarbeiten. Es sind einfach Projekte, die haben oft eine Geschichte und besonders mysteriöse Ecken. Und auch mit den Planern und Bauherren ist es einfach ein sehr, sehr menschliches Miteinander. Das Leitmotiv des kirchlichen Projekts ist Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Neben dem Gebäude, in dem 3 Andachten täglich, Sonntagsgottesdienste und Konzerte stattfinden, führt ein Spurenweg durch den Seepark. Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts fehlen, ist für uns die Grundlage dieses Projektes. Wir wollen ihn gerne lebendig werden lassen, ihn ablaufen. Er führt mich zu einer grünen Aue, da werden Liegemöbel da sein. Was ist mir grüne Aue? Zum frischen Wasser. Rechte Straße, ja, an was orientiere ich mich? Und es war uns wichtig, dass dieser Psalm eben auch das finstere Tal hat, denn die Täler gehören genauso zum Leben, auch die Finsternisse, dass wir auch diese Sache mit drinne in unserem ganzen Projekt haben. Und dann das Haus des Herrn, wo wir immer bleiben werden. Das wird natürlich unsere Hirtenhütte sein, wo wir die Menschen einladen, da zu bleiben. Der Treffpunkt mit lebenden Tieren, nicht nur für Familien ein Anziehungspunkt. Die Ehrenamtlichen jedenfalls haben dafür dicke Bretter gebohrt. Ich bin Prädikant und habe viele Gottesdienste und weiß, wie schwer das ist, dass die Kirche voll wird mit Menschen. Und warum soll man nicht dahin gehen, wo die Menschen sind? Die Kirche ist eigentlich das Fundament. Die Bibel sollte auch das Fundament des Lebens sein, ja, für die Menschen. Und da sollte man einfach wieder näher hinkommen. Für eine lebendige Kirche auf der Landesgartenschau Lahr haben sich viele ins Zeug gelegt und freuen sich jetzt darauf, dass die Glocke zum ersten Mal ertönt.